Servus, ich bin gerade hier am Rotenfels. Den sieht man jetzt noch nicht, weil der Rotenfels hat vorne eine große Abbruchkante und oben ist so eine Art Plateau, das langsam ansteigt, und da oben drauf auf dem Plateau bin ich gerade. Der Rotenfels ist die höchste Wand nördlich der Alpen vor Skandinavien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe mal beim Klettern jemanden getroffen an der Steinwand und der hat mir dann von diesem Rotenfels erzählt. Ich habe mir diesen Kletterführer geholt, Rhein-Main-Gebiet, da ist der mit drinne. Findet im Internet auch ein paar Infos dazu. Bei dem Fels muss man beachten, es gibt Sperrzeiten wegen Wanderfalken. Und jetzt zum 1. Juli ist der Fels wieder offen. Und daher habe ich beschlossen, direkt mal hinzugehen, unter der Woche zu klettern. Der Fels ist von der Qualität her nicht so gut. Also auch einiges lose drin, lose Platten drin etc. Daher habe ich auch beschlossen, dass ich mich von oben reinseile in die letzte Seillänge. Und dann eben, wenn ich Lust habe, dann eben ich ein Seil, die letzte Seillänge kletter, dann wieder runter Seil, Standplatzbau, die vorletzte Seillänge kletter und dann sozusagen das von oben nach unten aufzurollen. So kann ich recht sicher Top Rope Solo klettern. Ich muss dabei natürlich beachten, dass ich niemanden blockiere, denn wenn ich mein Top Rope Solo Setup aufbaue, ist ja die ganze Zeit ein Top Rope gespannt. Und wenn jetzt am Wochenende zum Beispiel viel Betrieb wäre, dann wäre das ein bisschen antisozial gegenüber den anderen Kletterern. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass am besten gar keiner unter mir ist, dass ich da in Ruhe die Seile runterbringen kann, nicht abseilen kann und hochklettern kann und dann wieder abseilen kann. Ja. Ich dachte, ich mache dazu mal einen kleinen Vlog. Immerhin gibt es dazu auch nicht viele Videos zum Klettern am Rotenfels. Ich habe mir die Route Alte Mittelwand ausgesucht. Das ist eine 4. Und habe jetzt auch hier einen kleinen Rucksack dabei. Das ist der Arctrex Tierzo 28. Ist eben so ein kleiner Rucksack, der gut für genau solche Geschichten ist. Ist leicht, hat Seil außen dran, Helm außen dran, Kletterschuhe außen dran, alles dabei. Bin relativ dünn bekleidet, habe aber eine Windjacke und eine leichte Isolationsjacke mit dem Rucksack, falls es doch kälter wird, was ich jetzt nicht so glaube. Und werde zusteigen mit Zustiegsschuhen. Das sind eben Halbschuhe und die sind für sowas ganz nice, weil ich werde jetzt zum Felsen laufen und dann, wenn ich anfange zu klettern, werde ich auf die Kletterschuhe wechseln. Und dann kann ich diese Halbschuhe recht Platz sparen im Rucksack oder am Klettergurt transportieren. Und da punkten die halt. Ja, auf geht's. Ja, man kann auf so einem Parkplatz parken, der ist auch ausgeschildert. Ist direkt bei einer Gaststätte. Dann läuft man ca. 400 Meter den asphaltierten Weg entlang. Immer geradeaus. Und dann kommt man hier an diesem Luise-Rodrian-Haus vorbei. Und jetzt gerade mal 10 Meter an dem Eingang von dem Haus vorbei und vorne sieht man schon die Kante sozusagen. Geht jetzt hinter. Ich war letztes Jahr schon mal hier und habe erkundet, dass, wenn ich ankomme und klettern möchte, mich schon zurechtfinde und nicht zu viel Zeit verstreicht, dass ich schon mal weiß, auf was ich mich einstellen muss, auf was ich mich vorbereiten muss. Ja, jetzt hat mir schon eine schöne Aussicht. Dort verläuft ein Panoramaweg, da kann ich entlang laufen und da ich schon mal letztes Jahr nachgeschaut habe, wo ich hin muss und den Kletterführer studiert habe, weiß ich, wo es eben losgeht. Und dann bin ich oben an den Ausstieg der Route. Ja, die markanteste Route, würde ich sagen, ist der Glockengrat. Den erkennt man jetzt schon von hier, zumindest ich erkenne ihn. Das ist eben ein recht markanter Grat. Man sieht schon, die Wand an sich ist recht hoch, ist aber jenseits der Bastei ganzjährig gesperrt, ist ja eben Naturschutzgebiet. Ein paar Meter von der Abgrenzung entfernt ist dann schon der erste Bohrhaken. In meinem Rucksack habe ich unter anderem auch meine Kamera, ein Erste-Hilfe-Set, meinen Klettergurt, Friends und natürlich was zu trinken.
Beim Top-Rope-Solo-Klettern benötigt man in der Regel mehr Ausrüstung als beim normalen Klettern. Immerhin muss man allein schon 2 Standplätze bauen. Ich benutze heute 2 60 Meter Halbseile. So klettere ich persönlich Top-Rope-Solo am liebsten. Ich habe schon die Ohren offen gehalten, ob ich irgendwelche Seilkommandos oder so höre, habe aber nichts unter mir gehört. Dennoch möchte ich auf Nummer sicher gehen und bei den vielen losen Gesteinen das Seil nicht einfach in die Route reinwerfen. Daher nutze ich hier eine relativ spezielle Methode. Ich lege das Seil in immer kleiner werdenden Schlaufen in meine Hand. Hier sieht man jetzt recht gut, dass die Schlaufen deutlich kleiner geworden sind. Und ich mache das Seil immer oben drauf. Das klippe ich dann mit einer verlängerbaren Expresse an meinen Gurt. Und so habe ich seitlich mein Seil ausziehbar an der Hüfte. Und so kann sich das selber beim Abseilen rausziehen. Am Standplatz benutze ich 2 gegenläufige Verschlusskarabiner. So bin ich auch auf Nummer sicher. Leider ist jetzt hier in diesem Fall nur ein Fixpunkt gegeben. In der Regel achte ich darauf, dass ich 2 Fixpunkte miteinander verbinde oder noch einen Klemmkeil oder ähnliches setze. In dem Fall jetzt aber nicht so einfach möglich. Das restliche Seil nehme ich noch in die Hand auf. Beim Abseilen habe ich versucht, die Route zu erkennen, habe dann auch meinen Seilverlauf angepasst mit Expressen und habe auch teilweise dann eben die Haken oder auch die mobilen Sicherungsmittel gelegt, gesetzt und dann eben den Seilverlauf korrigiert. Und vor allem, wenn man Top Rope Solo klettert und das Seil sich die ganze Zeit bewegt und wenn das Seil dann oben noch fest ist, liegt das Seil immer an der gleichen Stelle. Und wenn dann eine scharfe Kante ist und dieser Fels hier ist teilweise sehr scharfkantig und das Seil bewegt sich die ganze Zeit, kann es passieren, dass das Seil beschädigt wird oder sogar ganz durchgetrennt wird im Falle eines Sturzes. Daher habe ich dann auch zwischendrin immer wieder mit einem Mastwurf gearbeitet, dass das Seil immer wieder irgendwo fest ist. Das nimmt zwar die Dehnung aus dem Seil, also wenn ich stürze, habe ich nicht die komplette Seillänge, die sich dehnt, sondern nur einen kürzeren Bereich. Aber da habe ich dann mehr Sicherheit, aus meiner Einschätzung nach, weil das Seil sich eben nicht an Felsen aufschuppern kann. Besonders bei leichten Querungen achte ich darauf, dass ich durch mobile Sicherungsmittel oder durch Fixpunkte eine Pendelbewegung im Falle eines Sturzes vermeiden kann. Irgendwann sind die 60 Meter Seil leer.
und dann mache ich unten einen großen Stopperknoten und kann jetzt auf mein Aufstiegssetup umbauen. Vorher trinke ich nochmal was, nutze die kleine Pause, hänge im Seil und bereite mich auch mental auf die Kletterei vor. Dass sich das Seil möglichst selbstständig durch meine Geräte zieht, brauche ich unten ein Gewicht dran. Jetzt, da ich nur noch wenig Restseil habe, nutze ich hier diese 1,5 Liter Wasserflasche, hänge die unten dran. Zu meinem aktuellen Top Rope Solo Setup habe ich auch noch ein extra Video auf meinem Kanal. Mein Setup besteht primär aus einem Stahlkarabiner und zwei Wild Country Ropeman 2. Die mache ich ans Seil, während mein Abseilsystem noch dran ist. Und dann mache ich meinen Doppelcheck und schaue, ob alles richtig ist und passt. Durch das Gewicht unten am Seil zieht sich das Seil jetzt in der Regel selbstständig durch die beiden Steigklemmen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal erwähnen, dass diese beiden Geräte nicht für die Verwendung im Top Rope Solo gemacht sind. Daher ist hier ein gewisses Risiko mit dieser Aktion verbunden. Da der Fels sehr rau ist und teilweise auch Ecken hat und Spalten hat, in denen er sich das Seil beim Nachziehen verklemmen kann, kann das Gewicht teilweise nicht mehr vollkommen am Seil ziehen und auch das Nachziehen vom Seil kann schwierig werden. Daher verkürze ich dann unterwegs immer wieder das Gewicht, beziehungsweise ich entnehme sogar in diesem Fall jetzt die Flasche und nutze das Seil mit dem Knoten als Gewicht. Dazu möchte ich erwähnen, dass diese Methode jetzt nicht sonderlich seilschonend ist. Ich werde da in Zukunft nochmal was anderes machen und das werde ich dann auch in einem Video zeigen. Wenn es noch nicht selbsterklärend war, sieht man jetzt, weshalb ich hier einen Mastwurf nutze. Man kann den nämlich einfach ein bisschen lösen und dann recht einfach vom Karabiner runterschieben. Dabei ist auch wichtig, dass die Karabiner keine Nase haben. Diese hier haben zum Beispiel einen Keylock-Verschluss und daher kann man den Mastwurf einfach ein bisschen lösen und dann über die Öffnung rausschieben. Thank you.
Jetzt so im recht sicheren Top-Rope-Modus ist ja fast schon ein bisschen mogeln, aber ich bin alleine und kann mich so beüben und mich schon mit der Route vertraut machen, irgendwann anders die Route mal im Vorstieg klettern. Von der Schwierigkeit her würde ich sagen, steht zwar 4 drinnen, im Vorstieg kommt es wahrscheinlich auch zustande, weil die Hakenabstände sind recht groß, die Route ist recht schwer zu finden. Ja, daher denke ich dann schon 4, aber jetzt so im Top-Rope würde ich das eher so als 3 bezeichnen. Und der Fels ist halt teilweise wirklich sehr locker. Also es sind auch viele große Blöcke drin, die fest sind, aber zwischendrin immer wieder loses Gestein und auch größere Dinger, die lose sind. Aber ich muss sagen, wirklich sehr angenehm, macht wirklich Spaß. Hier im Gehgelände ist die Seilreibung am Boden zu groß, um das Seil selbstständig durchzuziehen. Daher muss man das dann händisch einfach durch die Geräte durchziehen. Nach dem Klettern rieche ich meine Füße teilweise recht intensiv, daher nutze ich so einen Handreinigungsgel. Da ist Alkohol drin und Parfüm und das neutralisiert den Geruch so ein bisschen. Dann wieder der wichtige Blick zurück, ob ich irgendwas vergessen habe, sei es Ausrüstung oder Müll. Und dann geht's wieder zurück zum Auto. Es war heute zwar nicht so heiß, aber im Auto habe ich eine große isolierende Flasche und da habe ich kühles Wasser drin. Ja, hier gibt es so einen Trail, könnte man es schon fast nennen, nach unten. Hier ist der Zustieg zum Fuß der Wand, da kommt man zu anderen Routen hin. Aber da war ich schon mal, da müsste ich mich eher abseilen schon fast. Das ist wieder sicherer. Ich versuche jetzt einfach hier diesen Trail runterzulaufen. Ja, hier muss wohl irgendwo der Einstieg sein, der eigentliche von der Route. Drüben ist ein Fixseil an einem Baum. Hier sind Haken drin. Ja, sehr schön auch mal hier unten das zu sehen. Den Trail wieder hoch und wieder zum Auto. Und jetzt sitze ich hier und red mit euch. Ja, mir ist leider erst zu spät aufgefallen, dass ich bei der GoPro den linearen Modus drin habe. Das heißt, der Bildausschnitt ist relativ beschränkt. Besser wäre gewesen super wide, dann ist dann mehr zu sehen. Aber naja, trotzdem vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.